Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist endlich die Maya-Quest rausgekommen. Ich freue mich schon so lange auf diese Quest. Und endlich ist sie da. Und eigentlich komm, also. Und jetzt komme ich ja endlich wieder mal dazu, ein Video aufzunehmen, weil eigentlich wollte ich schon längst ein paar Videos mal wieder aufnehmen. Aber meine Tage waren irgendwie damit. Also ich habe meine Tage nur damit verbracht, zu schlafen. Wirklich. Ich bin jeden Tag so am Nachmittag oder so einfach gepennt. Deswegen, ja, versuche ich heute einfach nicht einzuschlafen am Tag. Also, ja. Und die Maya-Quest ist da, yay. Und sie beginnt hier auf der Unglücksrabenfarm, was sehr cool ist. Denn ich glaube, wir kriegen heute ein bisschen mehr zu Mayas Background. Und meine Hoffnungen für diese Quest sind eigentlich mehr über Maya und Mayas Familie und Vergangenheit und über die Farm so zu erfahren. Und dass vielleicht auch Alex auftaucht. Ich würde das sehr feiern. Also ja, beginnen wir dann einfach mal. Und hier beginnen wir. Eine Farm ist so weit draußen, sieht verlassen aus. Ob ich mich dort wohl ein wenig umsehen könnte? I don't know. Aber es ist jedenfalls nicht das erste Mal, dass wir auf dieser Farm sind. Also... ja. Die Scheune ist voller Spinnenweben, aber den Spuren nach zu urteilen, wird sie gelegentlich geöffnet. Da hängen ein paar Notizen. Scheinbar wurden sie erst vor kurzem geschrieben. Montag Hühnerfutter kaufen. Mittwoch Schafe scheren. Freitag Filmabend mit Alex. Oh! Ist süß! Und ein Herzchen dran. Oh, okay. Falls Alex auftaucht oder Maya irgendwas von Alex sagt oder so, bin ich down. Dann müsste mein inneres Fangirl und Shipping... erleben. I'm sorry. Aber eigentlich tut es mir auch nicht leid. Dieses Gebäude sieht aus, als würde es gleich auseinanderfallen. Hier lebt sicher schon eine ganze Weile niemand mehr. Die Hühner wurden kürzlich gefüttert. Der Käfig scheint eines der wenigen Dinge zu sein, die nicht komplett heruntergekommen sind. Bia! Yay! Ein Pferd kommt jetzt, oder wie? I'm confused. Oh. Erstmal die Schafe erschrecken. Oh no. Das ist Maya. Kommt zurück, ihr flauschigen Plünderer. Oh. Katja, ich bin es, Maya. Was machst du denn hier? Du bist sicher überrascht, hier jemanden anzutreffen, bei dem Zustand, in dem die Farm ist. Hm, ja. Dieser Ort ist die Farm meiner Familie. Einst war sie unser Zuhause, aber du hast ja gesehen, wie es jetzt aussieht. Auch wenn ich es mir nicht leisten kann, die Gebäude zu reparieren und hier zu leben, kann ich zumindest nach den Tieren sehen. Du kümmerst dich ganz allein um diese Tiere. Was ist mit deiner Familie? Meine Eltern reisen durch Jorvik oder sogar darüber hinaus, um Arbeit zu finden. Sie schicken genug Geld, um die Tiere zu versorgen, aber mehr können sie nicht tun. Wir haben nicht genug Geld, um die Gebäude auf der Farm zu reparieren. Und in diesem Zustand ist es unmöglich, hier zu leben. Durch den Zustand der Ställe konnten wir nicht einmal die Pferde behalten. Stell dir das nur vor, eine Familie auf Jorvik ohne Pferde. Egal wie sehr ich es auch versuche, auf diesen Feldern wächst kein einziges Pflänzchen. Aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages kehren wir hierher zurück und leben wieder als Familie zusammen. Das weiß ich einfach. No. Aber zuerst muss ich die Schafe zurückholen. Ich hatte keine Zeit, das dort zu reparieren. Und ohne eigenes Pferd wird das den ganzen Tag dauern. Moment, du hast Blue Magic. Du kannst mir helfen, die Schafe wieder zurückzutreiben. Klar. Die Schafe sind so lieb und kommen mit uns zurück, wenn du sie freundlich fragst. Ich hoffe, eine Reiterin. Mehr macht dir nichts aus, Blue Magic. Warte, ich muss jetzt einfach... Das ist einfach... Wow. Meine Familie hätte klar sein müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Eine Farm dieser Größe, die so günstig verkauft wird. Als wir merkten, dass der Boden trocken und unfruchtbar ist, war es schon zu spät. Jetzt können wir nur noch die Scherben aufkehren. Oh no. Es ist nicht einfach, von meiner Familie getrennt zu sein. Meine Geschwister leben am anderen Ende der Insel, bei unseren Großeltern. Aber ich habe mich entschieden, im Südwesten von Jorvik zu bleiben. Was soll ich sagen? Es gibt Dinge, die mich hier halten. Sorry. Damit ist bestimmt, Dingens, Bumsens, Kirchen gemeint, Alex. Ich habe ja kurz den Namen vergessen, hups.
Das Land ist so schön mit seinen wogenden Feldern über dem Silversong River. Hier gibt es so viel Potenzial, denkst du nicht auch? Eines Tages werde ich hier mit meiner Familie ein glückliches Leben führen. Das schwöre ich. Ach, Maya ist schon eine Cute. Okay. Das ist Pferdchen. Und there it goes. 5, 6, ja, das sind alle. Du hast das einsame Pferd da draußen auf dem Feld auch gesehen, oder? Es gehört nicht uns. Wir können hier keine Pferde halten. Können wir nochmal zusammen dorthin? Vielleicht erkenne ich es wieder. Es könnte zu einer Farm in der Nähe gehören. Claro. Ah, das ist schon süß. Das ist also das mysteriöse Pferd. Es kommt mir nicht bekannt vor. Sie trägt keine Reitausrüstung. Könnte sie ein Wildpferd sein? Warte, sie bewegt sich irgendwie seltsam. Sie könnte verletzt sein, aber wir müssen näher ran, um das sicher sagen zu können. Oh Gott. Oh. Ruhe, das Pferd im Zettel. Musst du dich ihm nähern und es touchen. Du musst zu Fuß zu ihm gehen. Du solltest nur näher herangehen, wenn das Pferd ruhig ist. Ah, okay. So, wir sind hier. Ein paar Besucher sind auf unserer kleinen Halbinsel gekommen. Hallo, willkommen. Was haben wir denn hier? Ein verletztes Pferd? Dr. Shepard, hi. Katja und ich haben dieses Pferd gefunden, als es auf meiner Farm in den vergessenen Feldern herumstreifte. Uns ist aufgefallen, dass sie seltsam läuft und wir glauben, sie könnte vielleicht verletzt sein. Es klingt nicht gut, aber sie ist hier im richtigen Ort. Die Rettungsranch ist perfekt ausgerüstet, um verletzte Pferde zu versorgen. Also, dann will ich mir das mal genauer ansehen. Ah, ja, Ich sehe, wo das Problem liegt. Die Verletzung ist nur oberflächlich. Aber umso länger sie das Bein belastet, ohne dass es bandagiert ist, desto schlimmer wird es. Es war richtig von euch beiden, sie so schnell herzubringen. Danke, dass sie sich ansehen, Dr. Shepard. Können Sie sagen, wie lange es dauern wird, bis sie sich erholt? Schwer zu sagen. Ich nehme sie für heute Nacht auf und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich kann sie nicht die ganze Nacht beaufsichtigen, aber ich werde mein Bestes geben, damit sie ihre Verletzung nicht verschlimmert. Ich melde mich freiwillig. Oh, wie süß sie sich freut. Wie war das, Maya? Ich sagte, ich würde über Nacht hier bleiben, um sie im Auge zu behalten und so. Morgen ist sowieso mein freier Tag. Herr Moorland wird es also nicht stören. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ich bin mir sicher, sie weiß deine Gesellschaft zu schätzen. Sie wirkt etwas verunsichert aufgrund ihrer Verletzung. Weißt du zufällig, wer Besitzer ist oder wie sie heißt? Nein, wir wissen nichts über sie. Sie ist heute auf meiner Farm aufgetaucht. Vielleicht wurde sie bei der Arbeit mit Farmtieren eingesetzt. Sie hat es geschafft, meine ganze Schafherde auf den vergessenen Feldern zu verteilen. Oh, das findest du lustig, was, du Frechdachs? Oh. Wie süß. Katja, hast du einen Moment? Klaro. Also, um den Besitzer des Pferdes zu finden. Mir sind Spuren einer Kennzeichnung aufgefallen, anhand derer man den Besitzer identifizieren könnte. Aber sie scheint abgerissen worden zu sein. Habt ihr etwas in der Art gesehen, als ihr das Pferd gefunden habt? Wenn ihr euch nochmal auf den vergessenen Feldern umsieht, findet ihr sie vielleicht. Falls du die Kennzeichnung findest, bring sie zu meiner Kollegin in Jarlaheim, um den Besitzer ausfindig zu machen. Bei ihr ist die Chance größer, dass sie den Besitzer des Pferdes kennt, als bei mir. Okay, das heißt, nochmal back zu den vergessenen Feldern. Also, wo finden wir diese Kennzeichnung? Ich werde weitersuchen, sie muss hier irgendwo sein. Okay. Eine Kennzeichnung auf dieser riesigen Wiese zu finden, kann ja nicht so schwer sein. Hast du nichts Interessantes gefunden? Okay. Wir haben es gefunden. Yay. Das ist die Kennzeichnung. Ich sollte sie zur Tierärztin in Jadaheim bringen. Okay. Dann auf nach Jalahan. Hallo Tierärztin, what's poppin'? Hallo, was hast du denn da? Eine Kennzeichnung eines Pferdes? Lass mich mal sehen. Meine jahrelange Erfahrung als Tierärztin sagt mir, dass diese Kennzeichnung der Familie Jarlason gehört. Sprich mit Doris Jarlason, sie sollte auf ihrer Kürbisfarm auf der Koppelinsel unterwegs sein.
Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen was auf der Koppelinsel zu tun. Toll. Ich habe dich gar nicht gesehen, Katja. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also, was bringt dich zu einer alten Dame wie mir, hm? Willst du mir mit den Kürbissen helfen? Vermissen Sie ein Pferd? Ich soll ein ganzes Pferd verloren haben? Natürlich nicht. Ich glaube, ich würde es bemerken, wenn mir ein Pferd fehlen würde. Lass mich nachzählen. Moment, warte mal. Es fehlt tatsächlich eins. Wo ist sie jetzt? Geht es ihr gut? Südhof, wir sind bis dorthin gekommen. Ich nehme an, du hast sie wegen ihrer Verletzung dorthin gebracht. Hook ist ein guter Kerl, er kriegt sie wieder hin. Du fragst sie sicher, wie sie heißt. Ihr Name ist Ellie. Und wann immer sie die Chance kriegt, verschwindet sie von der Koppelinsel und streift auf Jorvik umher. Es war schon überall, im Spiegelsumpf, an der Rangerstation in Nebelfall und einmal hat sie es sogar bis nach Schloss Machengast geschafft. Sie ist scheinbar eine echte Abenteurerin, will nie lange an einem Ort bleiben. Wo hat sich Ellie dieses Mal herumgetrieben? Sie war auf den vergessenen Feldern unterwegs. Oh, da war sie immerhin diesmal nicht so weit weg. Sie war nicht in der Nähe der verlassenen Farm, oder? Von der Familie, die sich aus Jorvik verzogen hat. Den Ort sollte man meiden, wie die Pest, das zeige ich dir. Naja, danke, dass du mir gesagt hast, wo Ellie hin ist und wie es ihr geht. Wenn du so lieb wärst, sie herzubringen, wenn sie sich erholt hat, wäre das wundervoll. Vielen Dank, Katja. Maya, wir sind back. Hook sagt, das Pferd muss über Nacht bleiben, um sich auszuruhen. Aber wir können morgen früh wieder kommen und nachsehen, ob es sich schon besser fühlt. Was? Das ist jetzt einfach eine Quest, die bis morgen dauert. Also, ich werde, glaube ich, nicht bis morgen warten. Einfach um. Also einfach fürs Video. Also ich werde hier übernachten. Weil ich hätte das die ganze Quest halt schon gern einfach in einem Video gebündelt. Deswegen übernachte ich hier eine Runde. Wir sehen uns dann. Wenn mein Charakter geschlafen hat. So, wir sind ausgeschlafen. Und jetzt sind wir back bei Maya. Oh, das Pferdchen rennt hier schon rum. Ellie, voll der süße Name. So, wie ist die Suche nach dem Besitzer gelaufen? Also das Pferd gehört Dorothy Allison und das heißt Ellie. Nun, Ellie und ich haben die Nacht damit verbracht, uns besser kennenzulernen. Stimmt doch, mein Mädchen. Oh. Wie ist das Gespräch mit Frau Allison? Boah, ich kann richtig fies sein, Alter. Sie war überrascht, als sie gemerkt hat, dass Ellie weg war. Das macht keinen Sinn. Ellie ist, seit ich sie gefunden habe, keinen Moment ruhig gewesen. Im Stall zu sein ist offensichtlich nicht das, was sie sich unter Spaß vorstellt. Ellie kommt einfach nicht zur Ruhe. Sie läuft schon herum wie verrückt, seit sie aufgewacht ist. Sie wirkt ein wenig gestresst. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie im Stall untergebracht ist. Warte, es sieht aus, als würde sie... Oh no. Oh mein Gott. Ist jetzt ein guter Moment, um zu erwähnen, dass Ellie eine notorische Ausrasterin ist? Danke für die Info, Katja. Aber ich glaube, das hätte ich ein wenig früher wissen müssen. Wir müssen sie einfangen. Auf sie mit Gebrüll! Oh Gott. Mein Pferd ist einfach richtig schlecht gelaunt. Ich schaffe das nicht. Hilfe. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen lost gewesen, weil ich habe die Aufnahme einfach laufen lassen. Ich wurde angerufen von einer alten Freundin von mir. Und wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde so telefoniert, deswegen... Hups. Das ist nicht gut. Hier gibt es so viele Klippen. Wir sollten keine hastigen Bewegungen machen. Vielleicht kannst du dich hier noch einmal, nähern, Katja. Sure. No! Oh Gott. Stopp! Sie kommt dem Rand immer näher. Bitte vertrau uns, Ellie. Wir wollen dir nur helfen. Du solltest mit ihr sprechen, Maya. Ich? Auf sie zugehen? Ich schätze, wir haben uns schon ein wenig besser kennengelernt. Na gut, ich versuche es. Wird schon schief gehen. Also, der Name ist Ellie. Das ist ein wirklich hübscher Name für ein hübsches Pferd. Ruhig. Alles ist gut. Nein, du bist nicht hübsch. Ich meine, du bist tough und cool und mysteriös. Ja, das ist genau die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Oh, Mayas
Freude ist einfach so cute. Wir werden dich nicht zwingen, mit uns zu kommen, aber ich verspreche dir, dass du kannst dich auf uns verlassen. Ich weiß, dass du ein starkes, unabhängiges Pferd bist, das keinen Menschen braucht, aber manchmal braucht jeder eine Schulter oder woran du dich so ausholst. Süß. Das war knapp. Puh, ich zitter immer noch. Wir verstehen einander jetzt, oder Ellie? Wir gehen besser zurück zu Hug. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, mir noch einen Ritt zu spendieren, Blumatic. Let's go. Yes. Warum kommt Ellie nicht mit uns? Ich dachte wirklich, wir wären uns näher gekommen. Ich glaube, ich möchte, dass du diesmal auf ihr reitest. Wirklich? Ja. Oh. Hey, mein toughes Ritterpferd. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich meinen müden Knochen ein wenig auf deinen starken Muskeln ausruhe? Oh. Wie süß. Du gibst dich gerne hart, aber eigentlich bist du ein echter Softie, nicht wahr? Wie Alex. Man hat von hier bei klarem Wetter wirklich einen tollen Ausblick, bis rüber nach Epona. Die Farm dort drüben auf der anderen Seite des Spiegelsumpfes, siehst du sie? Das war als Kind mein Zuhause, bevor die GED, naja, ehrlich gesagt, bevor sie alles ruiniert hat. Oh no. Okay, dann. Auf geht's. Unsere Farm an den östlichen Hängen war riesig. Wir hatten haufenweise glückliche Tiere, Felder mit prächtig gedeihten Pflanzen und sogar einen Weingarten, bis alles fürchterlich schief ging. Oh no. Begann mit den Pflanzen, sie verwelkten, bis nichts mehr übrig war. Danach waren die Tiere dran. Wir wussten, dass etwas ganz Schlimmes im Gange war, als meine Familie krank wurde. Wir waren letztendlich so krank, dass wir uns nicht mehr um die Farm kümmern konnten, auch wenn davon nicht mehr viel übrig war. Die GED kam genau im richtigen Moment und wir hatten keine andere Wahl, als die Farm zum Schnäppchenpreis zu verkaufen. Oh no, voll traurig. Ich weiß, dass die GED für die Zerstörung unserer Farm verantwortlich ist. Sie hatten seit Ewigkeiten versucht, unser Land zu kaufen. Aber ich habe das Gefühl, dass es ohne Beweis unmöglich ist, sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Meine Familie bleibt nichts anderes übrig, als einfach irgendwie weiterzumachen. Wir sind back. Ist alles in Ordnung? Ich habe mir Sorgen gemacht, als ihr so davon gerast seid. Aber scheinbar seid ihr heil zurückgekehrt. Nachdem ich sie eine Nacht unter Beobachtung hatte, kann ich euch versichern, dass Alice' Verletzungen nicht annähernd so schlimm waren, wie es schien. Oh wow, toller Blick auf jeden Fall. Ich musste sicher gehen, aber meine offizielle Einschätzung als Tierarzt ist jetzt, dass diese Stute bereit für die Heimreise ist. Der Sprint, den sie hingelegt hat, ist mehr als genug Beweis dafür. Yay, hast du das gehört, Ellie? Du bist offiziell aus dem Pferdekrankenhaus entlassen. Es heißt Rettungsranch. Ich schätze, das heißt dann wohl, du musst wieder nach Hause, Ellie. Oh, das ist schon okay. Es ist kein Abschied für immer. Ich werde mir die Zeit nehmen, dich auf der Comper-Insel zu besuchen. Das verspreche ich. Hm. Und jetzt wieder back zur Comper-Insel? Yes, okay. Let's go. Oh, da bist du wieder. Und du hast deine Freundin mitgebracht. Moment mal, bist du das, Ellie? Oh, danke, Katja. Vielen Dank, dass du mir meine störrische Ausreißerin zurückgebracht hast. Ach ja, konnte. Komm schon, Ellie. Zeit, nach Hause zu gehen. Frau Jarlason muss dich sehr vermisst haben. Ich werde es auf jeden Fall... Meine Güte, bist du den ganzen Weg hierher auf Ellie geritten? Sie hat seit dem Tag ihrer Geburt niemanden in ihrer Nähe und schon gar nicht auf ihren Rücken gelassen. Wo lebst du, Schätzchen? Bist du es, die auf dem verfluchten Land in den vergessenen Feldern lebt? Entschuldigung, verflucht? Okay, die Farm meiner Familie mag verlassen sein, aber das ist kein Grund für Beleidigungen. Nein, du verstehst mich nicht. Deine Farm liegt im Schatten der Teufelsschlucht, ein schicksalshafter Krater, in dem die Dunkelheit lauert. Oh. Was passiert jetzt hier? Den Legenden zufolge ist die Teufelsschlucht die Heimat einer Gruppe mysteriöser, heiliger Frauen, die als die Vala bekannt sind. Moment, kriegen wir gerade mehr Informationen über die Teufelsschlucht? Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Teufelsschlucht bald betretbar sein wird? I'm confused. Sie haben jahrhundertelang abgewartet und ihren Zorn geschürt, als John Jarl die wertvollen Lebenswächter und den Wald der vergessenen Felder zerstört hat. Mit jedem Tag, der vergeht, wird der Fluch stärker. Und solange er nicht gebannt wird, bleibt das Land bis ans Ende aller Zeit unfruchtbar und verdammt. Aber das ist natürlich nicht mehr seine Geschichte.
Du weißt ja sicher, dass es viele solcher Sagen auf Jorvik gibt. Maja, du siehst blass aus. Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Das ist nur viel auf einmal. Ach, verflucht oder nicht, ich bin entschlossen, die Farm meiner Familie in einen Ort zu verwandeln, an dem wir gut leben können. Wir wählen unser Schicksal selbst. Das weißt du nur zu gut, oder Katja? Yes. Das stimmt, Maya. Jeder entscheidet selbst über sein Schicksal. Exakt. Ich werde mich nicht von dieser Geschichte über einen Fluch von meinen Zielen abhalten lassen. Nichts gegen Sie, Frau Jarlason. Sie wissen, wie man Geschichten erzählt. Gruselige Atmosphäre und so. Mir gefällt dein Enthusiasmus, Maya. Du bist schon mein helles Köpfchen und Ellie mag dich offenbar auch. Katja, du hast Zeit mit Maya und Ellie verbracht. Glaubst du, sie wären ein gutes Team? Sie perfekt von wie Pizza und Ananas. Sie bringt nichts auseinander, sie sind unzertrennlich. Yes. Ellie wiehert bei deinem Kommentar fröhlich. Na. Na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich darum zu bitten, Ellie zu übernehmen. Wirklich? Ich darf mich um Ellie kümmern? Vielen Dank, Frau Jarlason. Dich um sie kümmern? Schätzchen, du darfst sie behalten. Es ist offensichtlich, dass ihr eine starke Bindung habt. Und außerdem ist dein Ellie ein Pferd, das sich nicht einsperren lässt. Der ganze Platz auf deiner Farm ist perfekt für sie. Oh. Yay. Ich kann es nicht glauben. Mein eigenes Pferd. Oder bin ich jetzt Alice Mensch? So oder so, ich könnte nicht glücklicher damit sein. Oh, Maya ist schon knuffig. Wir sollten zurück zur Farm. Fluch oder nicht, es ist mein Zuhause. Oder zumindest wird es dazu, wenn ich weiter hart arbeite. Ellie will mir wohl zeigen, was sie drauf hat. Was sagst du dazu, Katja? Nimmst du die Herausforderung an, wer zuerst wieder auf der Farm ist? Oh Gott, ein Rennen mit meinem langsamen Schneckentempo-Pferd? Das wird nichts. Aber jetzt habe ich kurz ein bisschen Zeit zu quatschen. Kriegen wir vielleicht, also zwei Sachen. Kriegen wir vielleicht eine überarbeitete und herausgeputzte, schöne, wohnhafte Ranch von Maya? Also ich würde das schon freuen, wenn die einfach so überarbeitet wird und wohnhaft wird und Maya dann da so ist. Obwohl Maya eigentlich schon nach Moorland so gehört, so gefühlt. Aber es wäre doch echt voll knuffig. Und die zweite Sache, dieser Fluch der Teufelsschlucht und alles. Vielleicht, also vielleicht interpretiere ich auch in diese ganzen Sachen einfach zu viel rein. Aber vielleicht ist es auch so ein Hinweis dafür, dass wir vielleicht bald eine Quest mit der Teufelsschlucht kriegen und die vielleicht so freischalten und endlich da richtig rein können. Ich würde es auf jeden Fall sehr feiern. Warum hat mir niemand gesagt, wie großartig sich das anfühlt? Das Gefühl, dein eigenes Pferd zu reiten, der Wind, der dir durch die Haare pfeift. Wuhu! Endlich sind wir wieder auf der Farm. Willkommen zu Hause, Ellie. Oh, wir kriegen Gamaschen. Sweet. Oh. Wir haben ein ganz schönes Abenteuer hinter uns, nicht wahr? Wer hätte gedacht, dass ich eine bezaubernde Pferdefreundin finde, als ich über ein wildes Pferd gestolpert bin, das meine Schafe verscheucht hat? Tut mir leid, Ellie. Ich wollte sagen, ein total krasses und nobles Ross. Ich habe ein gutes Gefühl für die Zukunft dieser Farm. Es mag noch keine lange Zeit dauern, bis ich hier wieder mit meiner Familie leben kann, aber ich bin entschlossen, diesen Ort wieder herzurichten. Katja, wir sollten uns öfter mal treffen. Ich will wieder so viel Spaß wie heute haben. Kommst du mich auf der Farm besuchen? Wir können Rennen machen, einen Ausritt oder sogar ein Picknick. Gleich, wenn ich Lust habe, kommt Alex auch. Ich würde liebend gern mit dir rum. Ich sag einfach, weil ich die ganze Zeit irgendwie so dachte, hoffentlich kommt Alex. Kommt Alex auch? Natürlich. Du weißt doch, dass Alex und ich unzertrennlich sind. Und Tinky kommt selbstverständlich auch. Wer ist Tinky? Na gut, ich sollte zurück zum Moorlandstall. Ich glaube nicht, dass Herr Moorland sich ganz allein und all um alles kümmern und die Pferde versorgen kann. Oh. Ellie und ich sind dankbar für den Spaß, den wir zusammen hatten. Katja und Blue Magic, hoffentlich sehen wir euch wieder. Was? Warte, warte, warte. Like, was? Wirklich? Also. Warte. Warte, warte, warte. Okay, wir kriegen Rufquests, aber das würde mich interessieren. Am Tag wie diesen kann ich die Sonne schon fast riechen, wenn Alex doch eine Zeit für ein Picknick hätte. Oh mein Gott. Okay. Warte.
Wir haben hier. Was? Ich bin überfordert. Warte kurz. Warte. Wir haben. Familie Dew. Die verlassene Farm in den vergessenen Feldern gehörte Familie Dew. Viele Bewohner Jorviks glauben, dass das Land dort verflucht ist. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier einfach. Oh mein Gott. Wir können hier jetzt einfach. Also, ich glaube, das stand doch in den News, aber wir können jetzt hier einfach Ruf farmen. Und dann haben wir hier so Rufquests. Picknick mit Alex und Maya. Oh mein Gott, darauf freue ich mich. Dazu werde ich wahrscheinlich auch ein Video machen. Like, das ist das Beste überhaupt. Okay. Okay. Ja, das war's mit dem Video und der Quest. Ich habe keine Ahnung, wie lange das ging. Aber ich finde, die Quest ging eigentlich relativ lange. Und man hat auch so einen Zeitblocker drin. Das heißt, also man hätte auch theoretisch für 2 Tage diese Quest gehabt. Ich wollte einfach alles in ein Video packen. Deswegen habe ich übernachtet. Aber ich finde, die Quest war einfach so süß. Und wir haben auch ein bisschen mehr über Maya und die Farmen zu erfahren. Und es war einfach alles sehr knuffig. Und ich lieb's. Und so ein paar Referenzen zu Alex und Alex und Mayas Beziehung waren auch da. Ich hätte mir noch gewünscht, dass vielleicht Alex auch auftaucht. Das wäre noch cool gewesen. Aber wir sehen sie dann wahrscheinlich hier in der Picknick-Ruf-Quest-Dingens. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Quest fandet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und hoffentlich sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüssi!